So, ich möchte hier ein kleines Video zum Thema Oberflächenspannung noch zeigen. Wir sehen hier auf dem Monitor eine Petrischale, die im Moment leer ist. Ich werde nachher Wasser einfüllen und dann ein kleines Experiment an der Oberfläche vom Wasser erzeugen. Da jetzt Wasser dazugeben, dann sehen wir, wie die Oberfläche des Wassers sich jetzt da beruhigt wieder. Ich gebe nachher ein wenig Spuren auf die Oberfläche, das ist jetzt der Fall. Sie sehen, wie da Papierschnitzel, so als Spione quasi der Wasseroberflächenbewegung, dazugegeben werden. Und dann werde ich nachher mit einem Stift, der etwas Seife enthält, lokal die Oberflächenspannung vom Wasser verringern. Und das bedeutet, dass die Seife nachher an die Oberfläche geht, weil dadurch die potenzielle Energie der Wasseroberfläche verkleinert wird. Das ist ja immer das Bestreben in der Physik, dass die potenzielle Energie kleiner wird. Dieses Zurückweichen der Wasseroberfläche und das Platzmachen der Seife wird dann beobachtet, weil die Papierschnitzel hier dann der Bewegung des Wassers folgen. Jetzt kommt der Stift, da ist ein bisschen Seife dran und zack, sieht man sofort, wie das Ganze auseinander stäubt. Also dieser lustige Effekt geht nochmal zurück. Hier, sobald man da mit der Seife in das Wasser kommt, wird die Oberflächenspannung lokal drastisch reduziert und dadurch wird dann auch das Wasser zurückweichen. Es ist wie eine Explosion, wie eine zweidimensionale Explosion jetzt hier. Und demonstriert recht schön diese Unterschiede in der Oberflächenspannung von Seifenlösungen und normalem Wasser. Wir sehen hier jetzt nochmals ein Experiment, das sehr lustig ist. Ich habe das, glaube ich, im Europapark mal gekauft. Da sind zwei Flüssigkeiten, eine durchsichtige und eine rot eingefärbte. Die rote ist etwas schwerer als die durchsichtige. Und wir sehen hier, dass aufgrund der Oberflächenspannungen die Oberfläche möglichst klein sich einstellt. Also man lernt ja in der Geometrie, dass bei gegebenem Volumen die kleinste Oberfläche eine Kugel oder eine Kugelform hat. Aus dem Grund möchte zum einen das Rote da nach unten gehen, weil es schwerer ist, zum anderen möchte es eine möglichst kleine Oberfläche haben. Deshalb gibt es hier nicht einfach so ein Rinnsal, sondern es gibt hier kleine Tröpfchen, die da nach unten dann gehen. Wenn ich das Ganze laufen lasse, sieht man hier das Hinunterfallen. Man sieht auch, wenn die Tröpfchen klein sind, ist der Oberflächeneffekt noch stärker als jetzt, wenn sie etwas größer sind, da sind sie bereits leicht deformiert, weil ja die Schwerkraft da noch etwas drückt. Aber wenn die klein sind, ist die Schwerkraft weniger bedeutend. Erst in der Luft, also wenn sie da hinunterfallen in der Luft, dann sieht man auch, dass sie praktisch, ob ich gerade eines erwische hier, dann sind sie praktisch rund. Wenn ich jetzt das ganze Ding umdrehe, dann kommt Luft noch hinzu. Die hochsteigende Luft ist ebenfalls einigermaßen rund. Auch da soll eben diese Grenzfläche zwischen Luft und Wasser möglichst klein sein. Auch das bedeutet runde Form, Kugelform. Leicht deformiert ist hier durch die Auftriebskraft. In dem Fall drückt da die Kraft nach oben, die Auftriebskraft, und deformiert quasi in der anderen Richtung wie die Schwerkraft hier bei den roten Tröpfchen. Ein schönes, lustiges Experiment, wo man also auch auf spielerische Art ein bisschen Physik oder physikalische Chemie kennenlernt.